Okay, also normalerweise ist mein Job, Performance-Graphen auf Facebook zu posten. Wir machen ja eigentlich Optimierung für Online-Shops. Und das ist auch so ein kleiner Disclaimer. Ich bin halt so E-Commerce-Heini, ja. Ich habe aber versucht, die Folien so generisch wie möglich zu machen. Und eins der Beispiele ist sehr E-Commerce-lastig. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und ich hoffe, ihr kriegt trotzdem das Fazit und den Sinn mit. Und eigentlich wollte ich jetzt einen ganz lustigen Witz machen, indem ich sage, ich habe auch immer zwischendrin so Kernaussagen vorbereitet und wenn ihr die abfotografiert, dann seid ihr safe mit dem Talk. Aber genau der Part wird dann wohl doof. Okay, also die Marketingversprechen der Cloud, so wie ich sie wahrgenommen habe von Dienstleistern, sind im Wesentlichen vier Stück. Erstens Autoscaling. Zweitens irgendeine Art von finanzieller Vorteil. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass sie nicht sagen, für wen der finanzielle Vorteil ist. Drittens Performance. Und viertens Wettbewerbsvorteil. Diese vier Punkte habe ich mir angeguckt und habe versucht, darauf mal einen Realitätscheck anzuwenden. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass mein Lieblingsthema Performance ist. Deswegen habe ich das auch gleich als erstes mir ausgesucht und ich möchte damit anfangen. Im Grunde habe ich mir angeschaut, was ist denn das für Hardware, die in der Cloud eingesetzt wird. Und ich habe mir die aktuelle Produktmatrix von Intel-CPUs angeguckt. Und was man sieht, wenn man die in ein Diagramm malt, bei der auf der einen Achse die Taktfrequenz ist und auf der anderen Achse die Anzahl der Kerne, dann sieht man, dass sich die aktuelle Intel-Produktpalette in zwei Cluster unterteilt. Das bedeutet, man muss, wenn man heutzutage eine CPU kaufen will, sich entscheiden, ob man entweder besonders viel Gigahertz haben will, also Geschwindigkeit, oder ob man besonders viel Kerne haben will, also Kapazität. Beides gibt es nicht. Was glaubt ihr denn, wofür entscheiden sich die Cloud-Provider? Welche Sorte von Hardware kaufen die? Mehr Geschwindigkeit oder mehr Kapazität? Mehr Kapazität, warum? Weil sie auf dem gleichen Stück Hardware mehr Kunden laufen lassen können. Wenn das aber die einheitliche Meinung und die einheitliche Hardware aller Cloud-Provider ist, was bedeutet denn das für deine Applikation? Das bedeutet, dass die Applikation langsamer wird. Das Performance-Versprechen funktioniert also so, dass wenn deine Webseite langsam war und du migrierst sie in die Cloud, dann bist du total angeschissen, weil dann wird es nur noch schlimmer. Wenn deine Webseite schnell ist und es keine Performance-Issues gibt, dann werden deine Endverbraucher vielleicht auch den Unterschied gar nicht merken. Aber je langsamer du startest, also je schlechter deine Baseline ist, machst du ein Foto mit dem leeren. Das wäre super geil. Was wir gemacht haben, ist, wir haben tatsächlich einen Online-Shop genommen und haben zwei verschiedene CPUs gegeneinander gebenchmarkt. Und zwar eine CPU mit 2,3 GHz und 18 Cores und eine CPU mit 3,7 Gigahertz und 8 Cores. Und was wir da gesehen haben, der Unterschied ist ja grob ein Drittel so in etwa, ja. Und was wir da gesehen haben, ist, dass wir tatsächlich einen Performance-Gewinn zwischen 25 und 50% gesehen haben, allein durch die Wahl der cleveren CPU. Das Fazit daraus ist, dass Cloud-Server naturgemäß optimiert sind auf Kapazität zu Lasten von Geschwindigkeit. Ich glaube, das muss man einfach mal verdauen. Ja? So, finanzieller Vorteil. Stellt euch vor, ihr habt eine Webseite, Online-Shop, whatever, und das ist jetzt klassisch gehostet auf irgendeiner Art von Single-Server-Lösung. Und dieser Single-Server zum Beispiel, oder andersrum, die Webseite hat einen Verbrauch von, sagen wir mal, 6 CPU-Kernen
Und um ein bisschen Luft zu haben, habt ihr irgendwo einen Server gemietet, der 8 CPU-Kerne hat. Und mal angenommen, der kostet euch 400 Euro. Wenn ihr jetzt diese Single-Server 8 CPU-Kern-Maschine in die Cloud bringen wollt, dann wollen wir da ja irgendeine Art von Cluster-Version haben und Ausfallsicherheit. Wir bauen also zwei Server. Bei 6 CPU-Kern-Verbrauch ist es eine gute Idee, dann, um bei dem gleichen Budget zu bleiben, zwei Server zu bauen, die jeweils 4 CPU-Kerne haben? Ist das cool oder ist das uncool? Du schüttelst den Kopf, sag mal warum. Wenn einer von diesen beiden Servern nicht mehr tut, dann hat der, der übrig bleibt, zu wenig Kapazität, um die Webseite auszuliefern. Das heißt, wenn wir die Kapazität, die wir jetzt haben, einfach in der Mitte zerschneiden, haben wir 2x50%. Ja? Wenn davon die eine Hälfte wegfällt, haben wir nur noch 50% der Kapazität, die nicht ausreicht. Das heißt, wenn wir das redundant bauen wollen, dann brauchen wir nicht einen Server mit 8 CPU-Kernen, sondern wir brauchen zwei Server mit 8 CPU-Kernen. Was macht denn das mit den Kosten? Verdoppelt. Es gibt also tatsächlich einen finanziellen Vorteil. Nur vielleicht nicht für euch. Entgegen allen Broschüren, die ihr lest, wird eben, und das ist das Kernproblem dabei, bei der Cloud nicht der Verbrauch von Ressourcen abgerechnet, sondern die Reservierung von Ressourcen wird abgerechnet. Das, was ihr da bucht, steht auf der Rechnung. Ob ihr das dann auch wirklich benutzt oder ob eure 700 Server nur rumeideln, ist dem Cloud-Anbieter egal. Die werden trotzdem berechnet. Es gibt also kein Pay-per-Use, es gibt Pay-per-Reservation oder sowas in der Art. Und das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Ein Thema ist auch Autoscaling, das fand ich auch total spannend. Wer von euch hat denn irgendeine Art von Autoscaling gebaut mal? Ich sehe 1, 2, 3, 4 Hände von ungefähr 110, 120 Teilnehmern. Das Problem bei Autoscaling ist, es ist mega easy hinzugehen und zu sagen, wenn ich jetzt 3 Server habe und es kommt ganz viel neuer Traffic, dass ich dann einfach einen 4. Server dazu baue. Das ist nicht der schwierige Part. Das Problem daran ist, dass dieser 4. Server leer ist. Da muss irgendwie ja die Applikation rein. Der muss irgendwie provisioniert werden, da muss Kram drin installiert werden oder mein Code muss damit rein. Also, wir haben leider schlechte Nachrichten. Auch der Neustart hat den Projekt nur irgendwie beim Start hier komplett zerlegt. Da ist jetzt die Technik auf Express unterwegs. Ja, also, entweder den Talk weiter unplugged halten und sonst gibt es einen Ausweichtermin. Wer ist für unplugged? Ich glaube. Der Wahnsinn. Vielen Dank, tut mir leid. Alles gut. Da, Leute, dafür will ich aber wirklich 5 Sterne in die Bewertung haben, oder? Ich kontrolliere das auf Eiskant. Okay, Autoscaling. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Den neuen Server zu bauen, ist kein Problem, das lässt sich automatisieren. Du machst halt einen Trigger auf, wenn die CPU-Load besonders hoch ist und die Cloud-Provider haben alle APIs und dann habe ich plötzlich einen 4. Server am Start. Das Problem ist die Applikation. Autoscaling, das ist übrigens eine der Folien, die ihr fotografieren sollt. Autoscaling braucht auch Autodeployment, das ihr bauen müsst. Nicht die Cloud hat das, sondern ihr müsst das bauen. Kannst du das twittern? Unplugged. Hashtag CodeTalks unplugged. Okay, Wettbewerbsvorteil. Das Ding ist jetzt tatsächlich ein bisschen krass ohne. Naja, egal, ich probiere es. Vielleicht brauche ich dich zum Tanzen. Mal gucken. Das ist auch das Beispiel, muss ich mich vorher für entschuldigen, dass E-Commerce-lastig ist, aber ich bin nun mal E-Commerce-Heini, kann nichts dafür. Was ich mir angeguckt habe, ist, mal angenommen, ihr wollt mit eurer Applikation oder mit eurem Online-Shop wirklich einen Wettbewerbsvorteil für eure Kunden rausholen. Auf der einen Seite und welche Technologie benutzt ihr denn auf der anderen Seite? Dann habe ich die Technologie versucht in 5 Kategorien zu sortieren und ich nenne das die 5 Säulen des E-Commerce.
Und die fünf Säulen des E-Commerce sind Hosting, im Sinne von tatsächlich die reine Hardware, irgendeine Art von Server sozusagen. Dann irgendeine Art von DevOps ist die zweite Säule, also Automatisierung des Hostings, im Sinne von, dass die Applikation da reinkommt, wenn auf magische Art und Weise ein neuer Server entsteht. Die dritte Säule, das ist das, was E-Commerce-lastig ist, ist euer Shop-System. Also ob ihr euch entschieden habt für Shopware, Spryker, Magento, Oxid, OS Commerce, was auch immer. Die dritte Säule ist die Entwicklung des Shops. Also das, was vermutlich die meisten von euch machen, nämlich Features einbauen, die Entwicklung des Produktes, die Entwicklung der Webseite und nicht die Entwicklung von Skripten, die einen Server installieren. Und dann gibt es als fünfte Säule noch sowas wie Performance-Optimierung oder Consulting. Also nochmal wiederholt, Hosting. Ich habe eine lustige Idee. Okay, egal, vergiss es. Wir brauchen fünf Leute. Nee, komm, jetzt nochmal mit, wir brauchen es wirklich. Okay, also, ja, okay, dann such's aus, bitte. Okay, dann stellst du dich da hin. Dann gehe ich nach hinten. Also, wir haben hier die Hosting-Säule. Hosting. Wir haben die Automatisierungssäule. Wir haben das Shop-System. Wir haben. Ich kann jetzt nicht ans Telefon gehen, sorry. Hosting, Automatisierung, Shop-System. Wir haben hier die Shop-Entwicklung. Bist du auch Entwickler? Scheiße, egal. Heute bist du Entwickler. Wir haben hier die Shop-Entwicklung und hier haben wir sowas wie Performance-Profiling oder Consulting. Ich hoffe, dass wenn ihr in dieser Sekunde ein Foto macht, mein Bauch unten nicht rausguckt. Das wäre total doof. Okay, so, bleibt so bitte, ich brauche euch weiter. Und jetzt habe ich mir überlegt, an welcher Stelle passiert denn Wettbewerbsvorteil? Also nicht Wettbewerbsvorteil in der Technologie und auch nicht Coolness-Faktor der Technologie, sondern Wettbewerbsvorteil für eure Kunden. Was wird euch positiv von eurem Mitbewerb unterscheiden, wovon eure Kunden wirklich was haben? Ist das diese Ecke hier? Oder ist das diese Ecke hier? Zur Wiederholung, wir haben hier Hosting, Automatisierung, Shopsystem und die Entwicklung der Features. Was glaubt ihr, wo entsteht Wettbewerbsvorteil? Da? Wer ist für hier? Wer ist für hier? Genau. Der Wettbewerbsvorteil entsteht hier und nicht dort. Das bedeutet nicht, dass Cloud kacke ist. Habe ich geschwuppt, Entschuldigung. Das bedeutet nicht, dass Cloud kacke ist. Das bedeutet, was mega entscheidend ist, und das ist ein ganz wichtiges Fazit aus diesem Talk, das bedeutet, dass die Cloud, wenn ihr euch, oder andersrum nochmal, wenn der Wettbewerbsvorteil hier entsteht, was glaubt ihr, wo fließt die meiste Zeit rein im Sinne von Aufwand? Hier. Warum ist denn das so? Ist doch total krank. Warum benutzen wir so viel Zeit dort, wenn die wichtige Zeit zu investieren hier wäre? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den die Cloud euch bringen kann, wenn ihr das einmal wirklich verstanden habt, nämlich dass die Technologie der Cloud, ihr beiden, for the win, dass die Technologie der Cloud euch die Freiheit gibt, wenn es einmal wirklich automatisiert ist und einmal wirklich funktioniert, dann gibt es euch die Freiheit, euch hier drum zu kümmern, was der Wettbewerbsvorteil ist. Hier wird das Geld verdient, und dort wird das Geld ausgegeben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu verstehen. Danke, ihr Lieben. Diese beiden Parts, die wir hier hatten, nenne ich gerne die Pflicht und die Kür. Wenn ihr an einem sportlichen Wettbewerb teilnehmt, müsst ihr immer beides machen. Ihr müsst die Pflicht machen und ihr müsst auch die Kür machen. Das Problem ist, oder die Frage ist, gewinnt man mit der Pflicht die Goldmedaille? Die Goldmedaille gewinnt man mit der Kür.
Wettbewerbsvorteile entstehen also nicht durch die Cloud, sondern aus der Freiheit, sich um das Wesentliche zu kümmern. Und ein ganz entscheidender Hilfsfaktor bei Freiheit ist zum Beispiel das, was der Basti Morgan vorstellt. Kubernetes habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, ist der neue heiße Scheiß, müssen alle mitmachen. Wenn ihr jetzt aber anfangt, Kubernetes einzuführen, kümmert ihr euch wieder um das hier, um das Geld ausgeben, anstatt um das Geld verdienen auf der Seite. Ich komme voll ins Schwitzen hier, so ein Scheiß. Und was Basti anbietet, ist sinngemäß sowas wie Managed Kubernetes. Ja? Ihr habt also die Vorteile der neuen heißer Scheiß-Technologie, aber ihr müsst es nicht erfinden, ihr müsst es nicht bauen, sondern ihr kriegt es ready to use geliefert. Und das bringt Freiheit. Das bringt euch Freiheit, die coole Technologie zu benutzen, euch aber auf das Wesentliche zu konzentrieren. Diese IDG-Studie, die ich vorhin schon einmal kurz angerissen habe, hat Unternehmen gefragt, was erwartet ihr euch von der Cloud? Und einer der Punkte möchte ich hier vorheben, weil es ganz, ganz, ganz typisch ist für Cloud-Migration, nämlich 25% der Befragten haben gesagt, sie erwarten sich Anwendungsmodernisierung durch die Cloud. Was? Wird die Anwendung moderner, weil ihr in die Cloud geht? Wenn eure Anwendung beschissen ist und nicht Cloud-ready, dann müsst ihr die Anwendung zuerst modernisieren, damit sie in die Cloud kann. Aber nicht die Cloud macht die Anwendung moderner. Es ist genau andersrum. Viele benutzen also diese Migration, diese Cloud-Migration als Ausrede dafür, die Anwendung moderner zu machen. Wer von euch hat denn das Gefühl, dass in eurem Unternehmen ihr eine Ausrede braucht, um die Anwendung moderner zu machen? Zum Glück melden sich nur ganz, ganz wenige. Ihr seid nämlich wirklich... Draußen hängt so eine Tafel mit Jobangeboten. Die Anwendung muss zuerst moderner werden, damit sie in die Cloud kann. Mehr Sicherheit versprechen sich 32,1%. Was zum Teufel? Mehr Sicherheit durch die Cloud? Lass ich mal unkommentiert. Was für mich wichtig ist, und das soll so ein bisschen das Fazit sein, ist, dass die Cloud vor allem, ich habe noch 3 Minuten, dass die Cloud vor allem eine Chance ist. Die Cloud ist für euch eine Chance, euch um das Wesentliche zu kümmern. Die Cloud ist eine Chance, eure Anwendung zu modernisieren. Die Cloud ist eine Chance für mehr Rock'n'Roll in unserem täglichen Business, was für mich immer ganz wichtig ist. Wenn die Arbeit keinen Spaß macht, dann ist es halt scheiße. Die Cloud ist eine Chance für perfekt abgestimmte Applikationen. Also alles das, was wir Techies uns immer wünschen. Und die Cloud, oh, das ist jetzt richtig, richtig bitter. Ich muss das einmal hochhalten. Es gibt ja eine Studie im Übrigen, die sagt, dass wenn in einem Vortrag mindestens eine Folie mit einem Katzenbaby vorkommt, dass pauschal im Schnitt die Bewertung einen Punkt höher ausfällt. Ich habe hier die Folie mit dem Katzenbaby. Ja, ich wollte es nur einmal so, damit es alle gehört haben. 6 Punkte kann man nicht geben. Doch, hau einfach 6 Punkte raus, ist doch egal. Die Cloud und deswegen auch das Katzenbaby, die Cloud ist eine Chance dafür, dass unsere Applikation unseren Kunden gegenüber wieder unwiderstehlich wird. Ich möchte, dass wir alle wieder mehr Spaß haben. Das Fazit des Talks ist, wenn ich mir wünschen dürfte, welche eine Kernaussage ihr hier mit rausnehmt, mit nach Hause nehmt, abseits von der Projektor hat nicht funktioniert. Also der eine Gedanke, den ich möchte, dass ihr da vielleicht auch morgen noch mal drüber nachdenkt oder in den nächsten Tagen ist, glaub nicht jeden Scheiß, sondern benutzt die Cloud als Chance. Oder wenn euch das zu abstrakt ist,
Dann noch mal ein bisschen genauer formuliert, kannst du das einmal twittern? Verschwende deine Zeit nicht mit Technik, sondern kümmere dich um das Wesentliche. Ich weiß, dass das euch richtig schmerzt hier unten, wenn euch jemand sagt, kümmere dich nicht um die Technik. Und damit meine ich nicht, dass ihr nicht mehr das coole Zeug machen dürft. Damit meine ich, dass ihr eure Kreativität, und wir sind einer der kreativsten Berufe, den es auf der Welt gibt, das Ingenieurdasein, eine Lösung zu finden. Es gibt nichts, was kreativer ist als das. Ich möchte, dass ihr eure Kreativität und eure Energie dafür benutzt, echte Wettbewerbsvorteile für eure Kunden herauszuarbeiten, anstatt euch mit Technologie zu beschäftigen. Ich weiß, dass das richtig, richtig dolle wehtut. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es stimmt. Und ganz zum Schluss habe ich noch einen Hinweis für die paar, die sich gerade gemeldet haben. Wenn jemand von euch Lust hat, bei unserem nächsten Team-Event auf Mallorca dabei zu sein, dann schreibt mir einfach mal eine Mail oder befreundet mich auch super gerne auf Facebook. Ihr seid nicht nur wirklich alle meine Freunde, sondern ich kann dann auch tatsächlich die wichtigen Folien, die Kernfolien des Vortrags auch nochmal per Facebook mit euch scheren. Würde ich mich wirklich mega drüber freuen. Und ansonsten danke ich euch dafür, dass ihr so viel Geduld mitgebracht habt. Es tut mir mega leid, dass viel von dem Effekt, den ich rüberbringen wollte, visualisiert war. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen zum Nachdenken anregen konnte. Aber wie immer, wenn ich einen Talk mache, hoffe ich am allermeisten, dass es euch Spaß gemacht hat. Danke für eure Zeit.